Und wir stehen passend im Grünen für ein ganz schönes Thema gleich am Anfang. Wir sind am Zwischenahner Meer. Oldenburg liegt hier ganz in der Nähe, knapp 30 Kilometer, und hat ein wunderbares, großes Tierheim. Und das leitet Dominik Köppen. Dominik, so viel Arbeit in der Sommerzeit, trotzdem bist du gekommen. Wie viele Tiere sind denn im Moment da? Zurzeit wohnen bei uns 270 Tiere. Der Großteil, das sind unsere Katzen mit 120. Dann haben wir Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen, Degu, Chinchilla, Vögel, alles, was es so im Haustierbereich gibt, wohnt bei uns. Ja, und zurzeit ist es mächtig voll, richtig. Wenn man ein Tierheim leitet, ist man dann auch im Büro oder ist man eigentlich nur draußen und streichelt und streichelt und streichelt? Ja, nee, man trinkt Kaffee und streichelt Tiere. Nein, man ist tatsächlich mit allem dabei. Also ich bin Gärtner, Tierpfleger, Geschäftsführer von bis. Ich habe einen sehr, sehr abwechslungsreichen, wenn auch stressigen Beruf, aber ich finde den besten der Welt auf jeden Fall. In der letzten Zeit, als viele Leute zu Hause waren, haben die sich ja ein Tier geholt und haben gesagt, Mensch, ist keiner da, der mit mir redet. Dann eben ein Hund, eine Katze, ein Vogel. Ist das bei euch auch so gewesen? Ja, die Anfrage war so groß, wie, ich mache es jetzt seit 10 Jahren, das habe ich noch nie erlebt, wie in der Corona-Zeit. Am Anfang hatten wir das Problem, wir waren ja auch davon betroffen, dass wir erstmal schließen mussten, 1,5 Monate. Das hieß auch für uns, es kamen immer mehr Tiere rein, aber wir durften ja gar nicht vermitteln. Als dann die Lockerung kam, ja, da ging es dann Knall auf Fall. Und ja, wir haben einen Vermittlungsboom erlebt, den konnten wir uns vorher nicht vorstellen. Das war anstrengend, aber sehr positiv anstrengend, weil wenn man sieht, dass sie auszieht, dann ist es halt der coolste Lohn der Mühe des Tierheims. Ja. Wir wollen euch ja auch so ein paar Tipps geben, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, ein tolles Tier mit nach Hause zu nehmen, das zu haben und zu pflegen und wirklich bei sich zu haben. Was muss ich bei mir selbst erstmal vorab prüfen, wenn ich überlege, ich hätte gerne einen Hund, einen Kanarienvogel oder eine Katze? Ja, das war ja so ein bisschen auch in der Corona-Zeit das Thema, ne, wofür wir ein bisschen Angst hatten. Jetzt haben alle Zeit wegen Kurzarbeit oder was weiß ich. Und wenn die Arbeit wieder losgeht, habe ich dann die Zeit noch. Wir haben zum Glück die Erfahrung gemacht, dass unsere Leute total gut informiert waren. Wir waren sehr begeistert, wie sehr die Leute sich inzwischen informieren. Das sah vor 5 Jahren noch komplett anders aus. Und das sind halt auch so die ersten Fragen. Also kann ich wirklich die Zeit für ein Tier aufbringen? Wenn es ein Hund sein soll, dann ist das halt ein Lebenspartner, der auch Fulltime Aufmerksamkeit braucht. Wenn ich viel arbeite, habe ich das Geld für eine Hundepension eventuell. Ein Hund kann nicht einfach 8 Stunden alleine zu Hause bleiben. Kann ich ihn mit ins Büro nehmen? Was mache ich denn bei so einer Hitze, wie es ja auch in diesem Sommer wieder ist? Da kann man ihn eben nicht zu Hause lassen, wenn sich die Bude da irgendwie auf gut 40 Grad aufheizt. Im Auto ist auch nicht möglich. Also all diese Fragen, die dann so im Alltag entstehen mit so einem Tier, kann ich das gewährleisten? Was mache ich, wenn ich in den Urlaub fahre? Oder im Worst Case, das Tier wird mal krank oder braucht eine Operation, dann sind das auch schnell ein paar 100 Euro, und dafür braucht man einfach ein Sparkonto. Und es ist nicht, dass wir den Leuten nicht ein Tier nicht gönnen, sondern wir wollen einfach aufklären, dass man sich vorher da Gedanken drüber macht. Denn viele Tiere kommen ja zu uns, weil die Leute sich diese Gedanken nicht gemacht haben. Und wer so einen Hund oder eine Katze allein im Tierheim erlebt, der möchte dann einfach, dass das zukünftig nicht nochmal passiert. Ich denke ja auch manchmal, wenn ich in ein Tierheim gehe, dass ich denke, du kommst da wieder mit dem Tier raus, weil die sitzen halt hinter den Gittern. Und das sind ja auch Tiere, die mal mit Menschen zusammen gelebt haben, die irgendwie auch den Kontakt und die Nähe wieder suchen. Wie viele Tiere hast du selbst zu Hause? Ich bin ganz schlimm, ich habe nur einen Hund, aber ich habe halt immer wieder die Pflegetiere zu Hause, ne? Sei es Katzenwelpen oder Hunde, die ich trainiere für die Vermittlung. Das heißt, ich habe immer so temporäre Haustiere, und dann dürfen sie wieder ausziehen, wenn sie fit genug sind, dann werden sie halt vermittelt. Es ist halt im Tierheim Oldenburg tatsächlich so, wir haben ein sehr fittes Team, was wirklich jeden Tag werkelt. Wie viele Leute seid ihr da, die Tiere? Also wir sind 12 Angestellte, wir sind aber auch 7 Tage die Woche da, das heißt, es sind jetzt nie 12 Leute da. Wir können ja nicht Weihnachten sagen, liebe Tierchen, wir sehen uns dann im nächsten Jahr, sondern es muss ja jeden Tag jemand da zur Verfügung stehen, auch am Wochenende. Und im Durchschnitt sind immer so 7 bis 8 Leute dort. Dazu haben wir aber halt ein riesen Netzwerk an ehrenamtlichen Helfern. Wenn wir so Sommerfeste machen, dann stehen da ungefähr 100 ehrenamtliche Helfer bereit. Dann sind wir selber immer überrascht, wie viele das sind. Und die kümmern sich halt einfach um die Lebensqualität. Sprich, dass die Hunde Gassi gehen und wirklich auch Zeit dafür haben, sich mit den Hunden zu beschäftigen. Wir haben die Katzenstreichler, die sich wunderbar einfach in die Gruppen setzen und sich um die Tiere kümmern. Es gibt Kinder, die kommen vorbei und lernen lesen, indem sie einfach in der Katzenstube... Das habe ich gelesen, dass es eben Kinder gibt, die sich schwer tun, vorzulesen. Die kommen ins Tierheim und lesen den Katzen vor. Und beide profitieren davon. Genau, das sind dann halt scheue Katzen, die irgendwie den Menschen noch nicht so gewöhnt sind oder einfach Angst haben. Und dann kommt so ein Kind und das beschäftigt sich halt mit diesem, ich lese jetzt einfach mal laut,
Und das hören ja nur Katzen zu. Und die Katzen lernen halt gleichzeitig, da ist ein Mensch, der will ja gar nichts von mir. Und dann nähern die sich an und ganz schöne Momente in so einem Tier. Tierheim lebt von Spenden. Ne? Also ihr seid darauf angewiesen, dass gespendet wird. Wenn ich jetzt sage, ich möchte was spenden, am besten ist immer Geld zu spenden. Es gibt in vielen Geschäften auch so Boxen, da kann man das Futter mit reintun. Aber eine Geldspende, wie mache ich das? Also auf der einen Seite sind es tatsächlich immer die Futterspenden. Es ist aber natürlich für uns so, wir können den Tierarzt und die Stromrechnung nicht mit Futterdosen bezahlen. Dafür brauchen wir dann tatsächlich einfach Kohle. Da kann man am besten auf unsere Homepage gehen, tierheim-ol.de. Da ist alles also da sind alle Informationen, sei es PayPal oder normale Online-Spende oder Überweisungen oder Patenschaften. All das bieten wir natürlich an und freuen uns da über mächtige Unterstützung. Und ansonsten, wenn man in so einem Kaufmannsladen ist und vorne so eine Spendenbox sieht, einfach mal eine Dose Futter kaufen und uns reinschmeißen. Das kommt an und sättigt unsere Tiere. Und das Geld, was wir da natürlich sparen fürs Futter, haben wir dann wieder, um den Tierarzt zu bezahlen. Also Spenden, Spenden, Spenden. Dominik, wenn du sagst, eine Tierpatenschaft, kann ich mir gut vorstellen. Ich gebe einen bestimmten Betrag, dann gehe ich auch ins Tierheim und sage, du bist derjenige, der frisst schön, ich fütter dich durch. Oder habe ich einfach nur das Gefühl, ich bin Pate des Tierheimes? Ja, man hat einfach nur das Gefühl erstmal. Ja. Bei uns heißt es, das sind die Tierretterpaten, die es gibt. Und da gibt es auch nochmal eine eigene Homepage zu und so. Und das sind Menschen, die uns monatlich, keine Ahnung, 5 € im Monat zur Verfügung stellen. Und dieses Geld darf ausschließlich für OPs, medizinische Behandlungen und fürs Hundetraining benutzt werden. Und dann gibt es so eine extra Seite, wo man immer sehen kann, wo das Geld gerade reinfließt. Und das ist sozusagen extra für die Sorgenfälle, die halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen. Eine normale Katze ist bei uns gar nicht so lange, 20 bis 30 Tage maximal, dann hat sie ein neues Zuhause. Aber es gibt halt auch ältere Katzen, kranke Katzen, Hunde, die verhaltensauffällig waren oder gerade die Senioren, die viele Baustellen medizinisch haben. Die brauchen einfach ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung. Und um das zu finanzieren, brauchen wir halt diese Paten. Die sind für uns sozusagen der Rückenwind, damit wir auch das bisschen mehr Belastungsarbeitsfeld leisten können. Aber man muss wirklich sagen, dass es diese Tierheime gibt, das ist ein wirkliches Geschenk, weil es ist ja halt immer noch so, dass in der Ferienzeit der eine oder andere Hund stört, dann ausgesetzt wird. Aber jetzt, wir haben ja bis weit in den September hinein warme Temperaturen. Wenn ich mit einem Hund rausgehe, ich bin neulich unterwegs gewesen bei uns im Dorf, da war eine ältere Dame, der fiel die Hilfe schon fürchterlich schwer, der alte Hund neben ihr, der schlappte da so lang. Worauf muss ich achten, wenn ich mit einem Hund unterwegs bin im Sommer? Also das ist wie bei Kindern oder bei einem selbst auch wirklich ein heikles Thema. Man muss nicht in der Mittagssonne spazieren gehen mit den Hunden. Ans Fahrrad gehört ein Hund jetzt auch überhaupt nicht. Im Auto sowieso nicht. Auch keine 3-4 Minuten, eben kurz. Gar nicht. Da haben diese Tiere jetzt nichts zu suchen. Wir im Tierheim haben auch alle Hände dann voll zu tun bei so einer Hitze. Man kann die abkühlen durch einfach selber Hundeeis herstellen oder es gibt Kühlmatten. Wie mache ich das? Gibt es verschiedene Rezepte. Ne? Wir machen das zum Beispiel mit so einer Hüttenkäse-Mischung aus Hüttenkäse und einfach Nassfutter für Hunde. Ja. Das matschen wir ein bisschen, dann kommt es in die Gefriertruhe und später gibt es dann für die Hunde lecker Eis. Also das lieben die total. Und darauf ist halt wirklich zu achten, keine Aktivitäten in den Abendstunden oder Morgenstunden. Und wenn es zurzeit ein bisschen weniger spazieren gehen ist, dann ist das auf jeden Fall mehr Tierschutz, als den Hund in der Hitze irgendwie kilometerweit zu Manchmal liegt er ja auch irgendwo drin. Und wenn man dann sagt, komm, wir gehen mal raus, dann kann man an der Leine ziehen und der bleibt einfach da liegen. Ich denke manchmal, das kennt man ja auch, wenn man in Spanien im Urlaub war oder so, man macht barfuß nicht über den Sand gehen, merken Hunde die Hitze an den Pfoten? Die haben natürlich relativ robustere Pfoten, also so schnell merken sie es nicht. Aber man muss halt ganz klar sagen, so eine Thea-Straße oder so, das heizt sich halt bis zu 80 Grad auf. Und das geht auch nicht spurlos an Pfoten vorbei. Deswegen wirklich nicht in der prallen Sonne da über einen Thea laufen oder sonstiges. Genauso bei Seen, das ist natürlich super cool, dass der Hund sich abkühlen kann und reinspringen kann. Das auch gerne machen, aber zusehen, dass er danach nicht in der Sonne liegt, weil dann gibt es einen Hitzschlag, genauso wie bei Menschen und Kindern. Stimmt, drauf, ne? Also dann kommt diese Verdunstungshitze oder Kälte dazu, das ist alles ganz merkwürdig. Und dann isoliert das Fell. Genau, die können ja das Kleid nicht ausziehen und sich nackig machen. Also achten Sie drauf, wenn Sie mit dem Hund rausgehen, da wo Sie nicht stehen wollen und nicht gehen wollen, da will der Hund meistens auch nicht hin. Dann ist mir aufgefallen, unser Hund
säuft meines Erachtens nicht genug. Ne, wo ich immer sage, Junge, du musst genauso trinken wie die Menschen, dann gehe ich schon immer hin mit der Hand und sage, willst du nicht mal ein bisschen Wasser? Alle sagen, lass den Hund in Ruhe, der sucht sich. Suchen die sich, was sie brauchen? Oder muss ich ihn animieren, also dass ist er ein säuft? Bisschen, tatsächlich, ich vergleiche das gerne mit Kindern, die auch einen Hitzschlag schneller kriegen können, als man das sehen kann. Und ab einem gewissen Punkt können sie es nicht mehr unterscheiden. Das heißt, wenn sie sehr heiß sind, geht so ein Mechanismus bei den Hunden los, dann fangen sie an zu hecheln und dann kommen sie da nicht mehr raus und das ist Stress und dann sind sie nicht mehr Herr ihrer Lage. Und da sind wir natürlich irgendwie, sind wir dann in der Pflicht, da zu helfen. Und der einfachste Trick ist eigentlich, die Lieblingsleckerli von ihm nehmen und in den Wassernapf werfen. Ne? Und zack, probiert er das zu kriegen und kriegt dadurch wieder Nahrung rein. Ja. Im Zweifel wirklich auf die Zunge tröpfeln, kaltes Wasser. Die Zunge reguliert die Temperatur bei Hunden, deswegen hecheln die so doll. Die können halt nicht in der Form schwitzen, wie Menschen das können. Das bedeutet, kaltes Wasser in den Mund rein, sofort aus der Sonne raus. Das sind so die ersten Maßnahmen. Die Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Danke, dass wir da sein durften. Ja, unbedingt. Alles Gute für das Tierheim. Auf der Internetseite kann ich noch mal sagen, findet ihr alles zum Thema Spenden. Die Tierheime brauchen Geld. Da geht viel mehr Geld durch, als man denkt. Oder mal eine Dose Futter. Ich würde sagen, kümmert euch. Also, Dankeschön, alles Gute. Und jetzt geht's weiter. Wenn Sie einen Hund holen aus dem Tierheim, können Sie den ganz schön anziehen. Und das zeigt euch jetzt gleich mal Mechthild.